die ungehaltene Rede einer ungehaltenen Frau. Ungehalten ist die Rede, weil sie noch nicht ausgesprochen ist. Ungehalten ist die Rede, weil ich ungehalten bin. Ungehalten ist die Rede, weil ich mich nicht aufhalten, nicht festhalten, nicht niederhalten, nicht kleinhalten, nicht mundtot machen lasse. Ich möchte von mir erzählen. Erzählen, warum ich als weibliche Kulturschaffende in Corona-Zeiten ungehalten bin. Warum bin ich freischaffende Künstlerin, Chorleiterin, Sängerin, Komponistin, Musikvermittlerin? Es ist mir wesentlich, Menschen dabei zu unterstützen und zu inspirieren, sich selbst wahrzunehmen und Formen des Selbstausdrucks, des schöpferischen Selbstausdrucks zu finden. Mir ist es ein Anliegen, durch Stimmentfaltung und Körperwahrnehmung, durch das Verstehen von Musik und durch das Entdecken von Musik Menschen zu stärken und damit verbunden einen liebevollen und wertschätzenden Blick auf sich selbst einzuüben, jenseits eines Leistungs- und Effizienzanspruchs, der in vielen Teilen unseres Lebens vorherrschend ist. Es ist mir gleichzeitig wichtig, dass Menschen in der Erfahrung des Selbstausdrucks nicht bei sich stehen bleiben, sondern sich für Gemeinschaft und gemeinsame Prozesse öffnen und so die Erfahrung machen können, dass es gut ist, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Es ist mir wesentlich, Menschen durch Musik zu bilden. Dafür setze ich mich ein und das kostet mich etwas. Meine jährliche Renteninformation ist der Beweis. Das ist mir wichtig und zahlreichen Kulturschaffenden. Und nun frage ich, was ist der Gesellschaft wichtig? Was lässt sich die Gesellschaft etwas kosten? Bin ich? Sind wir im Kulturbereich lediglich etwas, was man auch noch haben kann, aber nicht zu haben braucht? Ein nice to have. Es scheint fast so. Nur ein Beispiel von vielen. Im Advent habe ich versucht, eine Erlaubnis zu bekommen, um mit einem Quartett durch ruhige Wohngebietsstraßen zu ziehen und dort für die Menschen, die in ihren Häusern sitzen, ein paar Adventslieder zu singen, die sie bei geöffneten Türen hätten hören können. Das wurde untersagt. Während sich gleichzeitig in der Innenstadt die Menschen bei den Weihnachtseinkäufen tummelten. Was ist uns als Gesellschaft wichtig? Über ein Jahr kaum künstlerischer Selbstausdruck, kaum Interaktion mit dem Publikum, kaum die Möglichkeit, die kulturellen Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen und ihre seelische Gesundheit durch gemeinsames Musikerleben zu stärken. Nach einer repräsentativen Umfragen musizieren knapp 19% der Bevölkerung Deutschlands ab einem Alter von 6 Jahren im Amateurmusikbereich. Das sind über 14 Millionen Menschen. Wieso hören wir davon nicht? Der Bereich Kultur steht nicht alleine, der Sport litt auch, das heißt die Sportvereine und deren Mitglieder. Und trotzdem. Noch nicht einmal mit dem Amateursport wurde die Amateurmusik gleichgesetzt. Und wenn, auf der anderen Seite, Menschen ungebremst, wie bei der Fußball-Europameisterschaft, auch in schnöder Profitgier, den politischen Lockerungswettbewerb nutzen, wird die Kultur als Folge davon wieder zurückstehen, wenn neue Einschränkungen erforderlich sind. Aber was heißt hier die Kultur? Es sind die Kulturschaffenden, Frauen und Männer, die Räume des Selbstausdrucks eröffnen. Und weit mehr als 14 Millionen Menschen, die diese Räume nutzen und brauchen. Die finanzielle Unterstützung für Künstler und Künstlerinnen in der Pandemie ist das eine. Aber für Konsumorientierung wurde zunehmend der kulturell-kreative Spielraum begrenzt. Ich schließe mich in keiner Weise den Videos von Alles Dichtmachen an. Der Aussage Anne-Sophie Mutters, dass die Politik Kulturverachtung zeige, stimme ich zu.
Denn Kulturverachtung zeigt sich in der Schließung von Museen bei gleichzeitiger Öffnung von Drogeriemärkten. Sie zeigt sich darin, die aktuellen Studien der Aerosolforschung zum Singen und zu kulturellen Veranstaltungen im Freien schlichtweg zu ignorieren. Sie zeigt sich darin, einen gesamten Berufszweig, der freilich keine Lobby im Hintergrund hat, fast unterschiedslos mit monatelangem Berufsverbot zu belegen. Sie zeigt sich darin, Kultur und Kulturschaffende nicht zu einem öffentlichen Thema zu machen. Dabei hat Kultur gerade in schwierigen Zeiten eine so wichtige Funktion. Und wäre ich auch vor Corona ungehalten gewesen? Ja, natürlich sind wir kulturschaffenden Frauen und Männer, aber machen wir uns nichts vor, es sind wie in allen Bereichen, in denen es wesentlich um Gemeinschaftsbildung, um kulturelle Bildung, um regionale Kulturarbeit mit weniger Ansehen, weniger Prestige und geringerer Bezahlung geht, in der Mehrzahl die Frauen, die dort tätig sind. Und nochmal, ja, als Frau und Kulturschaffende, die ihre hohe Qualifikation in die Selbstständigkeit im Kultur- und Bildungsbereich einbringt und dafür schlecht bezahlt wird. Ja, als Kulturschaffende, die die selbstgewählte, freiwillige finanzielle Abhängigkeit vom Mann offenen Auges akzeptiert. Das Deutsche Musikinformationszentrum MIZ veröffentlicht regelmäßig Zahlen über die prognostizierte Einkommen von Künstlerinnen und Künstlern. Für 2019 wurden die Zahlen erstmals geschlechterspezifisch aufbereitet. Ich zitiere mit Auslassung: Das prognostizierte Einkommen der freiberuflichen Frauen in allen von der Künstlersozialkasse aufgeführten Tätigkeitsbereichen liegt teilweise deutlich unterhalb des Einkommens der Männer. Dabei verdienen Frauen in allen genannten Kategorien zwischen 3.000 und 4.000 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen. Das MIZ und der Dachverband Deutscher Musikrat stellen fest, dass 14.500 Euro Jahreseinkommen, das ist das prognostizierte durchschnittliche Jahreseinkommen aller Künstlerinnen und Künstler, deutlich unter dem gesetzlich geregelten Mindestlohn liegen und für eine hochqualifizierte künstlerisch-pädagogische Arbeit absolut nicht angemessen sind. Zitat Ende. Das war 2019. Corona hat diese Situation verändert. Corona hat diese Situation verschlimmert. Aber ungerecht war sie schon vorher. Das zeigt die Statistik des MIZ vom Juli 2021. Was ist uns als Gesellschaft etwas wert? Was ist den politisch Verantwortlichen etwas wert? Was ist uns ganz persönlich etwas wert? Ist Kultur, ist Bildung, ist Musik, ist Kunst etwas wert? Was macht das Leben in einer Gesellschaft lebenswert? Ich habe meine Antwort gegeben. Gemeinschaft, Teilhabe, Selbstausdruck, Kreativität, Bildung, Verantwortung, Gleichberechtigung, Sinnhaftigkeit, Resonanz, Resilienz. Dafür brauchen wir Kultur. Ich glaube, ich bin damit nicht allein. Nicht allein, aber vielleicht bin ich zu leise. Vielleicht sind jene, die mir Recht geben, zu leise. Vielleicht sind auch die mehr als 14 Millionen Amateurmusikerinnen und Musiker in Deutschland zu leise. Und vielleicht liegen uns viel zu viele ungehaltene Reden auf dem Herzen und warten darauf, gehalten zu werden. So wie diese Rede, die nunmehr gehaltene Rede einer immer noch ungehaltenen Frau ist.